hast auch gesagt, du hast Zeit am Freitag, also sorry. Ja, ich sag, sie kommt, könnte später noch kommen, jetzt sind wir schon bei 4. Ja, später, wir sind fast schon bei 12 Uhr, also bitte später, später. Na, ja, 11 Uhr. Sie schreibt, nein, ich hab nie gesagt, ich könne freitags. Stimmt doch nicht, sorry. Nee, aber stimmt nicht, oder? Kein Stress. Sie hat gesagt, Freitag sei für sie okay, oder? Ja, es kann aber auch mal sein, dass man nur was vorhat. Nee, jetzt frage ich Holger und Bodo, die waren in der Party dabei. So. Ich glaube, dann hat sie auch gesagt, sie hätte Zeit, oder? Hat keiner was, auf jeden Fall was dagegen gesagt. Ich kann mich... Ich bin's nicht so egal, ehrlich, ich bin bei den meisten Partys nicht nüchtern, bin ich ganz ehrlich. Ich hab vor Freitag vorgeschlagen, weil ich frei habe, und sie hat gesagt, sie hat auch Zeit. Du hast gesagt, du hast Zeit, also... Und jetzt hast du doch keine Zeit. Die Poker, schreibt aber die so, als hätte sie es von halt... Anfang an gesagt. Na, aber sie hatte geschrieben vorhin auf jeden Fall, es könnte später werden. Also später ist es jetzt. Ja, aber sie hatte immer noch keine Zeit. Dann tut's mir leid, dann... Es ist halt so, mein Gott. Vielleicht klappt's nächste Event. Ich denke mal, das können wir nochmal machen. Ja, ja. Ist ja an sich eine gute Sache. Läuft dann vielleicht besser. Oh, das wäre müde. Irgendwie in einer Discord-Besprechung, aber nicht wegen unserem Server, sondern irgendwie wegen einem anderen Server. Naja, anscheinend. Keine Ahnung. Sie hat es mir jetzt geschrieben. Es ist eine Discord-Server-Besprechung. Da ich weiß, dass es nicht unser Server ist, muss es ein anderer sein. Eben, deswegen ist es ein anderer. Dann kann es dieses Roleplay-Server sein vielleicht. Wo ich dann auch gegangen bin. Nee, der ist es auch nicht, weil da bin ich ja drin. Dann würde ich es ja sehen. Na, bist du als Admin drin? Nee, aber ich sehe, wer da online ist. Sie ist dort nicht online. Ach so. Okay, Discord verrückt. Ist wahrscheinlich in einem Marvel-Server, wo sie seit, keine Ahnung, wann seit Black Widow gestorben ist, wie es im Film drin ist. Nein, das ist halt auch so. Eine Krise geschoben. So ein, Selbstschreibe-Dings drinne da. Also, wie heißt das? Mein Gott. Roleplay-Server drinne. Ja gut, das Hobby soll es doch auch haben, mein Gott. Voll aus. Schade. Genau. Yeah. Kampflos, Kevin, echt?
Wenn schon, dann Mikamp. Kevin hat gedacht, ich habe jetzt das total sicher. Wahrscheinlich. Wenn man mit ihm mitgeht, dann gibt man den kampflos aus und geht nach mir. Wirklich? Aber 1000 wollte ich jetzt nicht nochmal setzen. Ja, aber wenn du schon niemanden gesetzt hast, sorry, du dann jemanden kampflos ja, aber hast, ist es überlassen. Nee. Mit 1000 dann jetzt so hoch. Nee, was er vorher gemacht hat, war schon okay. Das ist richtig. Für kleinen Scheiß hätte ich gewählt mitgegangen, aber bei großen. Das war mir zu viel. Ob ich jetzt das Ass gehabt hätte oder nicht, ist ja völlig wurscht. Mir war einfach zu viel. Auf jeden Fall wäre es für ihn teuer geworden. Gut, du weißt ja nicht, was ich hatte, ne? Na, wenn ich drei Asse habe, glaube ich nicht, dass es da in dem Blatt noch viel mehr drin gewesen wäre. Naja, wäre die 7 gekommen, zum Beispiel beim Full House. Ich hatte, was hatte ich denn? 7, König 7. Dann wäre vielleicht die Möglichkeit auf dem Full House. Da wäre doch. Welche jetzt sagen, ich hatte das Full House? Ach, alles gut. Wie gesagt, mir war einfach zu viel und deswegen bin ich raus. Und wenn ich jetzt sage, ich hatte nichts, um einfach nur dich rauszuhauen, tja, dann war es mir so gewesen. Aber ich wollte nicht gehen, weil ich hatte ein paar. Also, dass du allein gehst, selber schuld. Er hat ja noch ein bisschen. Er atmet noch so leicht. Bisschen, ja. Und jetzt habe ich am meisten, das gefällt mir. Kann ich wieder hoch anlegen. Ja. Du Sauhund! Danke, Kevin. Ja, wenn ich nicht auf nix, komm mal nur. Ja, ich hab auch nichts gehabt. Ich muss Kevin mit meiner Röhe. Wenn ich nichts habe, brauche ich auch nicht reinwerfen. Du bist einfach zu leicht einzuschätzen, Kevin. Nochmal, wie gesagt, wenn ich was gehabt hätte, wäre ich mitgegangen. Wenn nicht, dann gehe ich nicht mit. Ja, das wusste ich. Dann ist es so. Das klappt aber auch nicht immer. Naja, sehen wir mal. Fakt ist, ich habe 7000 mehr wie du, also ich kann alle hingehen und habe immer noch 7000 mehr. Aber auch das kann sich ganz schnell ändern, ne? Ja, dann spiel mit. Ja, was soll ich werfen, wenn ich nichts auf der Hand habe? Vielleicht habe ich auch nichts oder ich habe was, wer weiß. Ja, das ist mir dann aber zu teuer irgendwann einfach. Wer weiß. Kann alles sein, natürlich, klar. Ach, kampflos. Das ist Bullshit, da muss ich nicht mitgehen. Ein paar hätte ich gehabt, wenn ich mir das so lang gucke. Ich nehme mal zumindest das 9er Pärchen mit.
keine Zehnerpärchen gehabt. Mist. Hätte ich doch mitgehen sollen. Das weißt du aber nie, ne? Weiß man nicht, aber ich dachte, ein Zehnerpärchen ist das wirklich mega gut. Wobei das ja auch gar noch nicht lag. Baby, führst du mich? Ja. Ich versuche gerade die zwei gegeneinander auszuspielen einfach. Die zwei gegeneinander. Na, dich und Kev, warum nicht? Ich misch vielleicht in der nächsten Runde mit, dann gucken wir mal. Ich habe die letzten drei Runden nicht mitgespielt, aber ich fand es recht lustig. All in all. Ich hab mich selbst schumm gestellt. Weggeworfen. Gut, ich zieh mal meinen Weg weiter. Ich schalte mich nochmal stumm. Schalte dich stumm, mich stört das nicht. Ich wollte nur wissen, ob Rebi das gemerkt hat. Weil kann man irgendwie all-in gehen mit einer Taste? Ja, Holgi macht schon. Da ist der Baby wieder. Ah, die 10, nein! Oh, Straße! Sorry! Ich bin auf die 5er gegangen, ja? Aber 5er ist auch immer gut für eine Straße, weiß ich von Jessi. Ist so schön in die Mitte. Ja, aber dass dann Ass, 2, 3 und 5 kommen, oder 4 kommt. Zwei Arts, so zur Info. Ich hab 4-5, da war mir nicht mehr viel zu machen. Wenn du vorne nichts triffst mit der Hand, brauchst du die gar nicht mitzugehen. Oh, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ich dachte, du verletzt doch schon, ohne irgendwas zu sagen. Nee, da ist er automatisch nachher abgeschaltet. Kann vielleicht jemand mit mir eine Anleitung schicken? Wir sind dran an der Runde. Müssen wir einen Moment warten, bis wir durch sind. Es sind noch drei Leute drin. Oh, Bodo all in. Gehört. Einfach Spaß raushauen. Baby. Ja. Die trifft natürlich den Drilling. Ja, ist so. Kevin und ich, oder? Ja. 30.000 zu 9.000, okay.
Da lacht er schon vor. Ja, das könnte vielleicht jetzt interessanter, alle beide All-In machen, dann kommen die Karten. Das würde eh nicht passieren mit beide All-In. Kremlin hat zu wenig Geld für beide All-In. Das würde ja nur anpassen. Komm, ich zieh die Nummer jetzt mal durch. Ich hab schon mal ein paar. Ja. 10 oder Dame? 2. 10er kommt nicht. 10er kommt nicht. Ja, ist gut. Dann ist so. Beutetruhe öffnen. Die Fraktion. Geh schnell auf Clobing gleich zurück. So, soll ich jetzt noch ein neues Turnier aufmachen oder was? Ja, würde ich sagen, ja oder nicht? Na, keine Ahnung, wie spät ist es denn? Um 11? 5 vor 11. Ihr müsst wissen, mir ist ja, egal. Begi will ja auch noch mal eine Runde mitspielen, hat er gesagt. Begi will auch noch mal eine Runde? Genau. Sag ich mir, Netflix-Serie. Aber warum bin ich immer House of Cards, House of Geldes. House of Geldes, genau. Warum bin ich immer so ausgesetzt? Das ist so unfair. Mann, ich... Hallo Holger, was soll das? Ich sitze neben dem Dealer. Oi. Oha, jetzt wird spannend. Das sieht doch mal interessant aus, was ich auf der Hand habe. Wer glaubt das schon? Ja. Baby, ich hab doch nicht zum Anfang so rein. Ich hab was Interessantes auf der Hand, also bitte, kann ich nicht sehen. Na, macht es mal unter euch aus. Also, hab ich das Gefühl, höre ich gut da, Bodo? Wird doch besser. Bodo hat, so, hört sich anders schon an. Was, ich höre mich anders an? Also, ich hab das Gefühl, also, ja. Also, du hörst dich von mir aus nicht anders an. Meine Stimme klingt anders. Ja, Begi hat mich lange nicht gehört durch den Husten. Kampflos. Ja, das könnte sein, ja. Ich sag euch jetzt nicht, was ich auf der Hand hatte. Das wäre auch blöd. Doch, ich hatte schon was, aber ich sag, was? Aber was Gutes. Sonst hätte ich nicht so viel gesetzt. Und wenn es nichts war, seid ihr drauf reingefallen. Das hat euch jetzt auch nichts zu. Und das ist auch nicht schlecht. Holge, du musst an nicht immer am Rebi nicht glauben. Sie blöfft auch nur. Ich blöffe gern. Frage ist, was ist geblöfft und was stimmt? Genau. Die Frage alle Fragen. Oh, schön. Interessant. Schön, weiter so. Keep Karten. Let's go, Baby. Schön. Ja, bei mir ja auch sehr schön.
Ob ich checke. No risk, no fun. Ja. 9000 hab ich. Die zwei wie bei Monopoly. Jetzt habe ich schon 17.000. Soll ich all in gehen? Ja, kannst du machen. Mach mal. Nee, oh, das sieht ja auch gut aus. Ey, jetzt könnte ich wirklich all in gehen. Ey, das ist schon das dritte Mal, dass sie so sagt, das. Ja, das ja, muss Mann, alles kann sein und muss nicht sein und was auch immer. Okay. Bodo guckt sich das an. Ach komm. Oh, kampflos, echt jetzt? Hätte ja, das nicht 4000 reinschmeißen. Hätte ich genommen. Ja, was. Dafür muss ich nicht mitgehen, wenn ich nichts hab. Ja, leck mich doch, ey. Warum? Leck mich doch, Kevin. Nichts Gescheites und wenn du da mal was hast, dann kommt da nur Müll. Hast du die weggeschmissen vorhin, Biggie, die 3,5? Also, keine Ahnung, glaub schon. Ja, das war gerade sein, das wäre doch wohl ausgegeben worden vom Allerfeinsten. Also ich riskiere wieder. All in? Echt? Dein Ernst? Also ich habe zwei Paar, aber ich gehe mit. Ich habe zwei Paar. Mist, hab das höre ich. Ich hatte auch zwei Paar. Immerhin. Ja, mit zwei Paar muss es... Muss es ja, natürlich, klar. Sein, ja? Ich habe Zweierpärchen gehabt, was soll ich denn da spielen? Ja, ich hatte leider niedrige Begi, aber ich hatte auch zwei Paar von Karten, deswegen. Ja, zwei Paar sind eigentlich immer gar nicht so schlecht.
ja schon mal gar nicht so schlecht aus, was ich im Abend habe. Ah, ready. Yay. Yeah. Das glaube ich das drittmeiste. Bin richtig sicher. Warte mal. Alin? Bodo? Mhm. Ich spiele das Spielchen mit. Vier und sieben? Dein Ernst, Kevin? Ja, aber Kreuz, ne? Fünf. Jetzt hat er ein Paar. Oh. Ein Paar, ach du Scheiße. Dame. Ein weiteres Kreuz, dann wär's ein schöner Flasch geworden. Ja, meine vier Kreuz. Also Kevin und Bodo sind raus, bleibt noch drei. Biggie, du und ich.